Jawohl, hallo, heute seid ihr in der GPS-Ecke bei Busse Yacht Shop. Wir haben ja von Furuno den GP33. Das ist ein GPS-Empfänger mit grafischem Display, Farbdisplay und in einer neuen Bauform, wie Furuno das jetzt hat, eher quadratisch als rechteckig. Dann wird weiterhin die alte Antenne verwendet oder die gleiche Antenne wie immer. Das ist die GPA 017 Antenne, die ist im Lieferumfang enthalten mit 10 Meter Kabel, TNC-Stecker, wird direkt hinten angesteckt. Wenn ihr das hier demontieren wollt und gut seid, wieder neue Stecker anzubauen, ihr findet bei uns auch einen neuen Stecker. Aber wenn es nicht sein muss, lasst es bitte dran und führt es am besten so durch. Die GPS-Antenne hat ein Innengewinde 1x14. Dafür müsstet ihr noch einen extra Halter haben, zum Beispiel einen Railingshalter, wo die dran kommt, oder einen Standfuß oder irgendwas. Ein typischer Railingshalter wäre PA-83, könnt ihr bei Busse Yacht Shop eingeben. Dann findet ihr den. Da wird die aufgebaut, an der Reling montiert. Und dabei ist natürlich eine Sonnenschutzabdeckung, klar, wenn ihr es draußen montiert und Sonne drauf fällt, braucht ihr das, wenn ihr von Bord geht, könnt ihr es abdecken. Dabei ist ein 6 Meter NMEA 2000 Kabel. Das ist Stromversorgung und Datenausgang. Heißt, das GPS-Gerät kann auch NMEA 2000 Daten rausbringen oder macht es sogar standardmäßig. Ein paar Schrauben, eine Einbaudichtung. Könnt das Gerät hier anschrauben mit einer Einbaudichtung, so bündig an die Wand setzen oder in die Wand einsetzen. Ist dabei aber auch ein Aufbaubügel, der mit zwei Schrauben hier arbeitet. Und das können wir hoch kann so ransetzen oder auch so hinsetzen, hinstellen oder die Decke bauen. Das geht beides. Und ist eine schöne, saubere Befestigung. Und dann haben wir hinten, wir müssen das Gerät von hinten einmal anschauen, hier den CAN-Bus oder NMEA 2000 Anschluss. Der ist direkt für das beiliegende 6-Meter-Kabel. Wird dann angeschlossen, ein Erhaltungsanschluss. Hier kommt die GPS-Antenne dran, das ist eine TNC-Buchse. Da ist ein extra Datenausgangskabel für NMEA 0183. Das ist nicht im Lieferumfang enthalten, könnt ihr aber zusätzlich bekommen. Wenn ihr zum Beispiel eine alte Funkanlage noch mit einer GPS-Position versehen wollt, nehmt dieses Kabel, schließt es da an und dann kann die alte Funkanlage, die nur NMEA 183 kann, auch die GPS-Position bekommen. So, das ist also ein GPS-Navigator. Ich schalte das ja jetzt nicht an, aber wir haben hier zum Beispiel ein paar Beispiele, Bildschirme, Satellitenübersicht, Länge, Breite, schön groß dargestellt, Speedanzeige, eine Autobahnanzeige, also eine kleine Draufsichtkarte kann er natürlich nicht, das ist wirklich nur ein GPS-Gerät, aber er kann zeigen, wo in Länge und Breite die Positionen liegen. Auch eine Steueranzeige. All solche Sachen kann das Gerät darstellen. Und genau. Jo, jetzt gibt es ab und zu die Frage, das Gerät soll einfach nur so eingebaut werden, ohne dass es irgendwo angeschlossen wird. Gibt es doch ein Stromkabel für? Nein, gibt es nicht, weil es ja eigentlich den Strom aus dem NMEA 2000 Netzwerk nimmt. Und wenn ihr wirklich kein NMEA 2000 Netzwerk aufbauen wollt, dann nehmt ihr das Kabel hier und schneidet es an der entsprechenden Länge ab und holt euch nur die 12-Volt-Leitung raus. Dann aber bitte auch nur 12 Volt drauflegen. Ja? Dann können wir euch sagen, welche Kabelfarben das sind. Ist auch im Handbuch drin. Power Plus und Ground. Dann könnt ihr das Gerät wirklich als Standalone-Gerät verwenden, so wie den GP32 zum Beispiel, der ja auch nur als alleinstehendes Gerät arbeitet, ohne NMEA 2000-Netzwerk. Aber später, wenn ihr aufrüstet, könnt ihr es immer wieder ins NMEA 2000-Netzwerk reinstecken. Gut, ihr braucht ein neues Kabel oder verbindet das Kabel wieder. Jo, das war's zu dem Furuno GP33 GPS-Empfänger und